Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos und der heutige Zoo, der kommt von Andi. Andi hat das Ganze am 11.01.2020 eingesendet und schreibt auch eine kleine E-Mail dazu. Ich fasse das Ganze so ein bisschen für euch zusammen und lasse den einen oder anderen Satz weg, damit es ein bisschen schneller geht, also nicht wundern. Heidiho, Dandi. Ich glaube, dass mein Ansatz etwas anders ist als bei vielen. Ich will keinen normalen Zoo, sondern mehr einen Wild Safari Park, in dem die Gehege in die Landschaft eingearbeitet sind. Ich arbeite sehr viel mit dem Landschaftstool und die meisten Mitarbeiterräume sind unterirdisch. Ist nicht alles ausgebaut, aber du kannst gerne mal in mein Tunnelsystem reinschauen. Alle Gebäude und Einrichtungen sind selbst gebaut oder aus dem Spiel, diese dann meist angepasst. Ich hoffe sehr, dass du mal in mein African Valley kommst und auch Freude daran hast. Ich habe dir einen schönen Rundweg ausgeschildert, blaue Schilder. Kurz noch zu meinem Zoo bis jetzt. Das African Valley ist der erste und zentrale Bereich. Ich wollte noch einen Polarbereich machen. Das funktioniert aber leider nicht so, wie ich wollte und gibt Grafikfehler wegen dem Temperaturunterschied. Das habe ich verworfen, aber Überreste wie den angefangenen Bahnhof und Eingang findest du noch. Woran ich jetzt noch arbeite, ist im Himalaya-Asien-Indien-Bereich. Der Bahnhof kommt in den Gipfel des Berges. Da oben kommt man dann in einen Indien- und einen Himalaya-Bereich. Da bin ich auch schon recht weit. Den schicke ich dir aber in dem zweiten Safe-Game. Überraschung. Ich bin gespannt, ob du meinen Zoo wählst, wie lange es dauert und was du zu sagen hast. Bis dahin schaue ich weiter die anderen Zoos und Jurassic Parks an, die du besichtigst. Viele Grüße, Andi. Ein zweites Safe-Game, was er vorhin geschrieben hat, hat er gar nicht eingesendet. Ich habe es zumindest nicht gefunden, dann vielleicht war es von einer anderen E-Mail oder so, ich hoffe nicht. Ja, aber wir werden heute dein African Valley Zoo besichtigen. Und schon sind wir da in Andis Zoo. Er hatte die Gäste auf 500 begrenzt, ich habe sie aber gerade mal ausgestellt, weil ich habe nur knapp über 20 FPS, ja, so um die 24, 25, ja, jetzt gerade sogar 30. Mal schauen, wie es gleich sein wird. Ich hoffe, es laggt nicht zu sehr, aber du scheinst schon sehr viel gebaut zu haben. Weil wenn, das ist ja immer ein Zeichen dafür, wenn es anfängt zu laggen. Deswegen hast du wahrscheinlich auch kein zweites Safe-Game eingeschickt, könnte ich mir vorstellen. Weil einfach die Performance nicht mehr mitmacht. Okay, wir sind auf jeden Fall hier in einer großen Halle. Die Leute sind hier gerade ein bisschen im Weg. Welcome, Dandi. Oh, eine persönliche Willkommensbotschaft. Ist das nicht schön? Oh, da ist eine Safari. Oh, schöne Lampen da oben. Das finde ich cool, die Decke. So an Seilen aufgehängt und dann diese Vierecke da. Das finde ich cool. Sehr cool gemacht. Würde ich mir auch gerne mal nachher bei Nacht angucken. Ich hoffe, ich denke da dran. Infostand und noch ein Ballonstand. Und eine Uhr. Okay. Gibt es ja auch eine Toilette. Toilette finde ich immer wichtig. Express. Wo soll ich denn hin hier? Oh Gott. Safari, Express und der normale Eingang. Ich glaube, wir gehen erstmal den normalen Weg und dann schauen wir mal. Du hast ja geschrieben, du hast einen Rundweg ausgeschildert. Safari und Express weiß ich nicht, ob ich die fahre. Muss ich dann mal gucken, wie es zeitlich passt. Weil ich glaube, wir haben hier ziemlich viel zu besichtigen. Und es geht schon mal los. Was ich auf jeden Fall positiv anmerken muss, ist, dass du hier die Bordsteine alle abgesteckt hast fleißig. Das finde ich immer sehr schön. Sieht auf jeden Fall schöner aus als mit Bordstein. Und hier sind auch diese Boxen installiert für die Atmosphäre. Das ist auch cool. Ja, hier sind teilweise noch ein paar Sachen unfertig. Aber du hast ja auch geschrieben, dass du gern mit diesem Terrain-Tool arbeitest. Deshalb denke ich mal... Oh, okay. Ich glaube, uns erwartet was sehr Großes. Okay, hier ist schon mal so ein kleiner Teich geplant. Hier sieht fast so aus wie so ein Freizeitpark mit Achterbahn. Wie witzig. Okay. Oha. Ja, du hast schon sehr groß geplant, aber noch nicht ausgeschmückt. Wenn ich mir vorstelle, dass du das alles noch mit Klippen und so auskleiden musst. Boah, ich glaube, dann würden die FPS sich ganz verabschieden. Du hast wahrscheinlich auch, das war wahrscheinlich dein erster Zoo. Und den hast du sehr groß geplant. Und dann hast du gemerkt, oh, Planet Zoo hat gar nicht mal so gute Performance, was das angeht. Hier ist aber dunkel. Mega viele Vivarien. Aber ich finde die Idee cool. Du hast hier so eine Felswand gemacht, wo dann ganz viele Vivarien eingearbeitet sind. Könnten wir auch wieder als alle Tiere raten, aber na. Ich habe es ja schon oft gesagt, ich finde Vivarien nicht allzu spannend. Weil man kann sie halt nicht groß individualisieren. Ich finde es cool, dass du die so eingebaut hast in die Felswand. Aber die Tiere an sich sind halt langweilig zum Beobachten. Und diese Vivarien von innen sehen halt immer gleich aus. Deswegen werde ich jetzt hier gar nicht so viel Zeit verschwenden. Hier ist ein schöner Mitarbeitereingang noch. Und über uns ist auch so eine Strecke. Oha, okay. Aber sehr dunkel hier, muss ich sagen. Es ist doof, dass die Lampen halt nur bei Nacht angehen.
Dass sich das Spiel realisiert halt nicht, dass es hier unterdunkel ist. Na gut. Gehen wir weiter. Geht hier auf jeden Fall erstmal weit runter mit so einem geschlängelten Weg. Die blauen Schilder, denen soll ich folgen, hast du geschrieben. Tal der Affen, Dorfplatz. Sieht ja schon mal sehr interessant aus. Ich glaube, diese Fahrt ist auch spannend. Vielleicht können wir die am Ende nochmal machen. Ich finde es cool, dass es sich hier so runterschlängelt, so hin und her. Das ist ganz cool gemacht. Und man hat halt immer eine gute Übersicht hier über den Zoo. Da sieht man auch schon die ersten Tiere. Leistenkrokodile, okay. Alter, die Strecke ist ja richtig krass. Sie geht hier oben durch den Berg und sowas durch. Ich könnte mir vorstellen, dass es der Himalaya und sowas werden soll hier später. Oh, hier ist auch so ein riesiger Berg. Ja, wir gehen mal weiter. Ist aber sehr dunkel hier teilweise. Das ist echt krass. Ich wusste gar nicht, dass es so dunkel wird tagsüber. Normalerweise ist es doch unterirdisch auch immer hell. Hier ist das erste Gehege. Hier hast du Schildkröten. Welche sind denn das? Galapagos, oder? Ja. Galapagos Riesenschildkröte. Ich glaube, die Aldabras ist ein bisschen dunkler, habe ich immer das Gefühl. Und auch von der Körperhaltung ein bisschen anders. Aber schönes Gehege. Auch alles hier fleißig abgesteckt mit so... wie heißen die denn? Geländern. Schön gestaltet hier mit ein paar Pflanzen. Ein paar Felsen und sowas. Gut, der Berg im Hintergrund, der ist natürlich noch nicht ausgekleidet. Ja, wieso ist denn das hier so dunkel alles? Das ist echt krass. Das habe ich so noch nie gesehen. Dass es so dunkel wird. Ja, ist aber cool gemacht. Oh, hier ist auch nochmal ein süßer Unterschlupf für die. Guck mal. Da können die dann nochmal hin, die Schildkröten. Boah, die FPS droppen gerade ein bisschen. So, was haben wir hier? Das war das Leistenkrokodilgehege. Auch hier sehr schön. Finde ich echt cool, dass du das direkt so abgesteckt hast. Und hier auch schön mit Wasser. Gut, diese ganzen Klippen sind halt alle noch so ein bisschen unfertig. Müsste man alles noch ausschmücken. Hier fehlt mir auch so ein bisschen Klippe und sowas. Mal der ein oder andere Fels ist nicht schlecht am Wasser. Aber du bist so wahrscheinlich noch nicht zugekommen oder nicht mehr zugekommen. Oh, hier ist, glaube ich, Underwater Viewing. Cool. Davon bin ich großer Fan. Wenn Wasser in das nächste Gehege übergeht und das mit so einem Gitter abgetrennt ist. Ich weiß nicht warum, aber das mag ich sehr gerne. Sieht auch sehr cool aus. Auch cool das Detail, dass du es hier noch so ein bisschen runter gemacht hast. Ein kleines Detail, aber finde ich sehr schön. Okay, weiter geht's. Hier ist schon das nächste Tier. Oha, das geht ja Schlag auf Schlag. Hier haben wir Hippos. Können wir auch runtergucken. Du hast halt richtig krass mit Höhenunterschieden gearbeitet. Ja, das sind aber keine Hippos. Das sind die Schildkröten, ne? Ja. Also es fängt halt mega weit da oben an und dann schlängelt man sich hier runter. Das finde ich auch mega cool. Hier sind Flamingos. Sind hier auch zusätzlich noch Hippos drin? Als ja, sehe ich sie gerade nicht. Ich sehe da nur ein paar Flamingos schwimmen. Ihr habt übrigens in die Kommentare geschrieben, warum die rosa sind. Das liegt wohl an der Ernährung. Ich weiß gar nicht, was es genau war. Algen und Krebse, die irgendeinen Stoff absondern und dadurch werden die rosa. Wieder was dazugelernt. Dankeschön dafür. Wieder eine Tierinfo gelernt. Nicht schlecht. Hier ist Underwater Viewing und da ist sogar ein Krokodil zu sehen. Mega. Das finde ich cool. Auch schön, dass der Schräge hier gebaut. Mega gut mit dem Glas, dass das so angepasst ist. Das sieht ja nice aus. Ist halt perfekt an den Weg so angepasst von der Schräge her. Das finde ich cool. Das ist halt auch jetzt schöner Zufall, dass da mal die Tiere auch zu sehen sind. Kommt ja auch selten vor. Was haben wir denn hier? Ah, hier haben wir den Ganges Gavial. Einfach direkt daneben. Auch nochmal mit Underwater Viewing. Gehen wir mal kurz ins Gehege rein. Der schwimmt dann hier. Ist sehr süß. Ich finde die Kleinen ja so putzig, ne? Die haben so eine kleine Schnute. Aber ich glaube, die können auch schon ordentlich zu schnappen, wenn sie möchten. Da kommt die Mama. Ne, der Papa und die Mama. Oder ist das auch ein Kind? Ich kann das immer nicht unterscheiden. Ne, das ist die Mama. Der Papa kommt hier. Der ist um einiges größer. Aber nicht mich fressen. So. Ja. Let's go. Gehen wir hier wieder raus. Einmal tauchen. Und zack. So, hier haben wir nochmal Hippos. Ich glaube, die sind wirklich gemischt, die Hippos und die Flamingos. Ich habe gerade nur die Hippos nicht gesehen. Ich glaube, das ist ein riesiges Gehege hier. Ich glaube, das gehört alles zu den Hippos. Und das geht einmal unter uns durch. Da seht ihr es sogar. Tatsächlich gemischt. Cool. Ich finde das auch witzig, wenn die ihr Geschäft erledigen, wie sie den Propeller immer machen. Finde ich auch cool, dass sie das mit in das Spiel eingebracht haben. Hier ist auch schon so ein Wasserfall. Ja, hier sind halt die ganzen Klippen doch leider nicht ausgeschmückt. Da bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen. Aber die Form und der Ansatz ist schon sehr interessant. Ist halt nur schade, dass das Spiel das nicht mitmacht von der Performance. Dass man irgendwann leider aufhören muss. Oh, du bist auch Fan von diesen Gittern anscheinend.
Cool, finde ich gut. Richtig cool, dass du das hier öfter gemacht hast und alles so mit Flüssen, sage ich mal, verbunden hast. Okay, jetzt sind wir im African Valley wahrscheinlich. Tal der Affen, Savanne, Dickhäuter, Raubtiere, Savanne. Achso, okay, Savanne geht auf beide Richtungen. Aber wir folgen natürlich dem blauen Schild. Das hast du ja für uns eingerichtet. Hier gibt es interessante Bauten. Die hast du auf jeden Fall selber gebaut. Habe ich so noch nie gesehen. Sieht sehr interessant und cool aus. Gibt es da ein paar Läden. Geht es auch nochmal hoch. Ach, hier ist der Bahnhof oder sowas. Der erste. Okay, ich verstehe. Immer nochmal Toiletten. Auch ein süßes, selbstgebautes Haus. Und der Rundweg führt uns hier lang. Hier geht es nochmal hoch. Hier ist eine kleine, oh, Chill- und Viewing-Area für die Flamingos und Flusspferde. Da hinten sind sie. Schläft das? Ich hoffe. Nicht tot, oder? Nee. Okay. Das schläft nur. Gott sei Dank. So, gehen wir weiter. Hier kann man dann auch noch mal gucken. Also man hat wirklich einen guten Blick auf dieses Gehege, definitiv. So, geht's denn hier rein? Das sieht auch interessant aus. Cool. Das ist cool gemacht hier mit dem Dach und sowas. Richtig schön aus. Hier kann man dann auf so eine Viewing Area. Ist das hier auch nochmal Hippos und Flamingos? Oh, die FPS droppen. Oh mein Gott. Spiel kommt da, glaube ich, gerade nicht mehr klar. Beziehungsweise mein PC. Ja, gut. Hier kann man auch nochmal nach unten. Ah, cool. Da oben kann man gucken und dann kann man hier unten nochmal eine Underwater Viewing Area. Mega cool gemacht. Das finde ich toll. Und auch schön dekoriert hier alles. Also die Flamingos und Flusspferde kann man wirklich von allen Ecken und Winkeln beobachten. Okay, wo geht's hier lang? Aber wir sollen rechts abbiegen, laut dem Schild hier. Hier ist auch noch eine schöne Deko. Hier haben wir die nächste Schildkröte. Da jetzt seht ihr das, die ist halt ein bisschen dunkler. Daran kann man die mal ganz gut unterscheiden. Und auch ein bisschen höher, habe ich immer das Gefühl. Die hat so ganz andere Füße oder Läufe. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Bei Schildkröten. Geh mal ganz kurz auf diese Brücke drauf, würde ich sagen. Ist ja auch verbunden? Nee, okay. Ich dachte gerade, die könnten da auch noch rein, die Schildkröten, aber die haben hier ihre Chill Area. Und der Unterschlupf ist hier einfach die Brücke. Auch eine coole Idee. Einfach so zwischen zwei Brücken nochmal ein Gehege hinzubauen. Finde ich nicht schlecht. Hier geht es dann auf die Brücke schon drauf. Oha, jetzt geht's los. Kaffernbüffel, Giraffen, Strauße, Warzenschweine und Zebras. Ein riesiges afrikanisches Mischgehege. Da sind einige Tiere. Babystrauße sind auch niedlich, ne? Und wenn sie dann groß sind, sind sie ganz schön fies. Ja. Ja, sehr schön. Auch hier den Sprengler da, ein bisschen mit Baumstämmen eingebaut. Nicht schlecht. Hier hinten auch wieder einen eigenen Unterstand und sowas gebaut. Da Bären? Ah, nee, ist die Giraffe. Ich dachte gerade, das wäre ein Bär, so vom Weiten. Sah so braun aus. Was ist mit dir? Alles okay? Das ist aber noch ein kleines, oder? Sieht so dünn aus. Ich glaube schon. So, weiter geht's. Hier rechts sind dann nochmal die Schildkröten. Ah, die können auch unter diese Brücke. Das heißt, die haben wirklich viel Unterschlupf, wenn es regnet. So. 2, 1. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Sehr gut ausgeschildert. Die Frage, soll ich hier einmal kurz lupen? Ja, ne? Die sind auf jeden Fall Dickhäuter, so wie es aussieht. Aber ich sehe keinen. Sind die? Manchmal glitscht man leider in dieser Ansicht in die Wege und sowas. Da kann ich nichts für. Ja, gehen wir einfach mal hier lang. Da, wo du uns lang schickst. Geht's auch in ein Gebäude? Oha, okay. Das ist cool. Hier könnten die dann rein theoretisch hinkommen, die Dickhäuter. Beziehungsweise Panzernashörner sind es natürlich. Und fressen dann da über uns. Boah, da hätte ich aber Angst, wenn dann so ein mega schweres Ding hier ankommt. Ich weiß nicht, wie viel wiegt so ein. Ach so, oh, hier ist auch nochmal so ein Teil. Finde ich auch cool, dass du hier so Futterbeschäftigung und so drauf platziert hast. Dann kommen die nämlich auch mit einer größeren Chance hier hin. Auch süß, die Wanddeko. Finde ich cool gemacht. Hier ist nochmal so eine Stelle.
Ich hoffe, wir sehen das gleich mal. Und hier ist nochmal so eine Stelle. Oha. Das ist ja voll interessant. Und hier ist auch noch Underwater Viewing. Das ist cool gemacht. Das ist ja richtig spannend. Und dann kommt man hier auf der anderen Seite wieder raus. Ach nee. Ah, hier sind auch Elefanten. Oh, geht der gerade dahin? Ich glaube schon. Lass mal dahin, Leute. Ich hoffe, das ist auch so ein Spot. Nein, das ist kein Spot. Oh, wie ärgerlich. Ah, da. Ich würde das gerne mal sehen. Ansonsten würde ich gleich mal einfach einen dahin platzieren. So, hier haben wir auf jeden Fall dann nochmal eine schöne Viewing Area für die Elefanten. Logischerweise afrikanische Elefanten. Ist ja auch das African Valley. Auch sehr schön gemacht. Oh, da oben kann man auch nochmal rauf. Nicht schlecht. So. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, gleich wieder hier zurück. Ne? So wie ich es richtig sehe. Hier kann man dann auch nochmal rumlaufen. Das ist jetzt für die Nashörner. Hier kann man einmal komplett außen rumlaufen, so wie es aussieht. Oh, hier geht es auch noch irgendwo hin. Okay, hier ist noch irgendwas geplant anscheinend. Ist aber echt dunkel hier in deinem Zoo teilweise. Ah, oh, wie sieht das denn aus? Das sieht ja richtig krass aus. Schon cool. So dieser Stil. Das ist bestimmt anstrengend gewesen, das zu bauen. Steht bestimmt auf richtig vielen alten Baumstämmen. So. Okay, hier sind wir wieder bei den Hippos. Aber die Panzernashörner, die zeigen sich gar nicht. Wo sind denn die? Hallo? Schlaft ihr? Keins. Ach, da sind sie. Ich würde das gerne mal sehen hier mit dem unterirdischen Viewing da. Schnappen wir einfach mal eins, Leute. Und dann schmeißen wir das da mal hin. Ich schmeiß das mal hier hin. Hat jetzt geklappt? Oh, es geht da gerade baden. Okay, gucken wir erstmal da. Also man kann dann hier gucken. Und unterirdisch, wenn sie dann schwimmen gehen. Man sieht jetzt leider gerade nur Füße, weil es dreht gerade um. Mensch, willst du dich nicht zeigen? Scheint nicht. Direkt umgedreht, als ich. Bewegung abbrechen? Wie klappt denn das nicht? Okay, jetzt klappt's. Wir müssen schnell da rein. Können wir es einmal angucken. Oh, sorry für die schlechten FPS gerade. Das ist aber cool gemacht. Oh, hört ihr das? Wie sich das anhört. Also es ist cool, aber es ist schon irgendwie gruselig. Muss ich sagen. Na gut. Ja, wir sollen ja sogar hier zurückgehen. Dann machen wir das doch mal. So, dann passt das ja soweit. Und jetzt gehen wir mal... Oh, die FPS werden gerade immer schlimmer. Das ist echt krass. Raubtiere. Also wenn ihr einen Zoo einschickt, baut kleiner, Leute. Ihr merkt das schon wieder. Das ist immer nicht so schön beim Besichtigen. Hier sind Geparden. Alles noch sehr grünlich hier, oder? Für Afrika. Ich glaube, ich hätte hier mal so ein bisschen mehr Sand gewünscht. Weil irgendwie, wenn ich so einen Gepard sehe, dann in so einem grünen, in so einer grünen Landschaft, das ist irgendwie falsch. Das müsste mehr in so einer Savannenlandschaft sein. So habe ich das mit, zumindest in meinen Augen, also vor Augen so. Hm. Aber hier fehlt auch noch viel Dekoration in dem Gehege. Aber bist du noch nicht zugekommen. Und das wirst du auch, glaube ich, nicht mehr machen können. Hier kann man nochmal runterschauen. Wunderbar. Weiß nicht, ob ich gleich mal neu laden sollte, weil die FPS immer schlechter werden. Bin gerade unsicher. Ich glaube aber nicht, dass es was bringt. Hier kann man die dann nochmal beim Schlafen angucken. Auch sehr schöne Idee. Oh, und hier direkt gegenüber sind dann die Löwen. Wir sind leider gerade nicht da. So, hab mal eben ganz schnell neu geladen. Ich hoffe, das bringt ein bisschen was. Hier sind jetzt nochmal die Löwen. Die essen da gerade in aller Ruhe. Ja, hier fehlt halt wirklich noch ganz viel Ausschmücken. Finde ich ein bisschen schade so. Es ist halt immer cool, dass du hier so riesig groß geplant hast. Das sieht schon cool aus mit den Bergen im Hintergrund. Aber ich glaube wirklich, wenn du das noch hier einkleiden würdest mit Felsen, dann hättest du wahrscheinlich nur 10 FPS oder so. Und dann wäre der zu unspielbar. Deswegen muss man leider immer ein bisschen kleiner planen. Geht gar nicht anders. Ich glaube, man könnte nicht mal
mit allen Afrikantieren einen vernünftigen Zoo bauen, ohne dass die FPS darunter leiden. Weil einfach dafür nicht genug Platz vorhanden ist. Oh, hier kann man auch nochmal runtergucken in das Gehege. Das ist echt schade. Ich hoffe wirklich noch auf ein Performance-Update für Planet Zoo. Weil das macht einfach so viel kaputt. Man investiert so viele Stunden Zeit in Bauen und Planung und sowas und dann kann man am Ende gar nicht mehr weiterbauen. Hier ist der Nilwaran. Auch nochmal schönes Gehege. Ja, sieht mir aber auch noch so ein bisschen zu kahl aus. Ich weiß nicht. Ja, kann auch sein, dass ich mir das einbilde. Irgendwas fehlt mir hier. Ich weiß auch nicht. Passt schon. So, hier haben wir dann Erdferkelchen. Aber ich weiß nicht. Sieht mir irgendwie alles noch zu grün aus. Ich glaube, das ist auch das Problem so ein bisschen, weil du hier diese Savannenfelsen, oder sind das Savannenfelsen? Ja, ne? Genau, weil du hier Savannenfelsen hast und das alles noch so grünlich aussieht. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich stört. Ich glaube, du hättest hier echt ein bisschen mehr mit so Sanduntergrund oder so arbeiten sollen. Du hast halt viel mit Erde und Gras gearbeitet. Genau wie hier. Ich finde irgendwie die Kombination, die sieht irgendwie so ein bisschen unpassend aus. Also du müsstest ein bisschen mehr Sand und sowas da einbringen. Ach, hier auch nochmal sehr cool gemacht, aber hier kann man dir dann auch nochmal beim Schlafen angucken. Die Erdferkelchen. Oh, ein Baby. Wie süß. Ja, das hier ist immer noch das gleiche Gehege, glaube ich. So, wir gehen geradeaus weiter. Hier sind Gorillas. Oh, das ist schön. Finde ich immer cool, wenn man so ein Gorilla- oder ein Affengehege mit Wasser einfach abgrenzt, weil die scheinen ja nicht schwimmen zu wollen. Gorillas. Leider zeigen sich die Tiere gerade nicht. Aber die haben ja auch ein riesiges Haus und richtig viele Klettermöglichkeiten. Mega cool gemacht. Oh, hier oben geht es auch nochmal hoch. Oha. Ich glaube, ich auch nochmal alles ausguck. Also du hast ja schon gigantisch groß geplant. Und die Tiere verstecken sich alle. Hier kann man links dann nochmal die Afrika-Tiere sehen. Und hier geht es zum Tal der Affen. Da gehen wir jetzt hin. Auch wieder sehr schönes Dach hier. Wobei hier so ein bisschen die Zwischendinger fehlen. Schwebt halt alles so ein bisschen. Aber wieder schöne Atmosphären-Sounds. Oh, und du hast ja gar keine Säulen gebaut. Sieht ein bisschen unlogisch aus, dass die Strecke hier so schwebt. Nehmen wir das nächste Affen... Warte mal. Ach nee, okay. Ich dachte gerade, die können hier rüberklettern. Aber hier ist auf jeden Fall das nächste Affengehege. Da kann man auch oben rauf. Lass mal kurz dahin. Das Gefühl, ich werde hier voll viel verpassen. Mega cool. Hier können die dann chillen, die Affen. Und dann kann man die schön hier von hier oben beobachten. Was sind sie denn jetzt gerade? Ah, da schläft sogar einer. Oh, wie süß. Was macht hier komische Geräusche? Habt ihr das gehört? Aber es sieht auch schon wieder sehr cool hier aus mit dem diesem Überdachungsdingsbums. Finde ich mega cool. Schön über die Bänke immer, dass wenn es regnet oder so, dann nicht nass wird. So, gehen wir weiter. Hier sehen wir jetzt nochmal das Gorilla-Gehege, sehr schön. Auch ein ganz tolles Haus, was du da gebaut hast. Da ist auch mal ein Affe zu sehen. Also schon interessant. Sehen auch echt gut aus, die Häuser, die du gebaut hast und diese ganzen Klettermöglichkeiten. Nicht schlecht. So, oh, das sieht auch interessant hier aus, ne? Eine kleine Ruine hast du hier gebaut mit umgefallenen Bäumen. Hier können die auch nochmal hoch. Alles mit so Lianen. Das sieht schon cool aus. Geh mal ganz kurz da. Ah, ich kann gar nicht da rein. Schade. Hier sind auch nochmal ein paar Boote, ein paar Spielzeuge und so ein bisschen Dekokram. Ich würde gerne mal da reinlaufen, aber ich kann nicht. Schade. Ja, sieht schon sehr interessant aus. Nicht schlecht. Kann man die auch überall gut beobachten dann, von allen Richtungen. Und alles mit Wasser abgegrenzt, sowas finde ich ja eh mal schön. Ah, okay, hier haben wir nochmal ein begehbares Gehege, so wie es aussieht. Ich glaube, hier hättest du aber auch nochmal so ein bisschen dekorieren können. Vielleicht ein Springbrunnen oder so hier rein? Das ist hier sogar so unter Wasserfelsen. Aber irgendwie sieht das ein bisschen leer hier aus. Also eine große Wasserfläche in der Mitte zwischen Wegen kann man, glaube ich, gut für irgendein Wasserspiel oder so benutzen. Das waren die Gorillas, ne? Ja. Das Haus ist auch sehr schön. Echt cool gebaut. So. Boah, das sieht aber auch cool aus. Guck mal, wie das hier bepflanzt ist alles. Das sieht schon krass aus. Ich hoffe, ich erkunde es einigermaßen richtig. Expressstation.
So. Hier geht's auch nochmal lang. Hier ist begehbares Gehege. Sollen wir da mal... Ich glaube, ich gehe da erst rein. Kann man von dieser Richtung auch rein? Nee, ich glaube nicht. Wir gehen erst ins begehbare Gehege. Ich richte mich jetzt mal gegen deine blaue Beschilderung. So, hier kann man dann durchgehen. Das haben wir gerade schon gesehen. Hier sind natürlich wieder Katas und Varis drin. Die kann man ja auch... Oh, wie süß. Die kann man ja auch wunderbar kombinieren. Und die eignen sich auch gut für so ein... Oh, kommt er zu mir? Das wäre mega witzig, wenn die in diesem Kameramodus einen irgendwie auf die Schulter springen würden. Und man das dann so beobachten könnte. Würde ich feiern. Hier ist nochmal ein riesiges Haus. Oha. Das sieht auch interessant aus, ne? Ich glaube, das ist der Bahnhof. Hier geht's zum Ausgang. Finde ich auch cool, dass du hier so Shortcuts eingebaut hast, wo man dann wieder zurückkommt. Finde ich immer wichtig. Ich meine, wenn man dann den Zoo am Ende verlassen will, will man nicht nochmal alles durchlaufen müssen. Hier mit Musik. Riesiges Gebäude, sieht auch cool aus. Tour Ende. Ja, vielen Dank für die schöne Tour, die hat Spaß gemacht. Ja, der Himalaya war noch geplant, ne? Der war ja zwar gerade ausgeschildert, aber den hatten wir noch nicht gesehen. Gehen die auf jeden Fall nochmal ein bisschen erkunden. Hier geht's zum Express, aber geht's auch noch höher. Ich weiß gleich gar nicht, ob wir den fahren. Ich glaube, wir überfliegen lieber das Ganze von oben. Boah, sieht schon cool aus hier mit der Strecke und der Bepflanzung. Also ich wäre sie auf jeden Fall gefahren, wenn das alles schon fertig wäre, aber ich meine, da oben fahren wir halt nur durch so unfertige Landschaft, deswegen lohnt sich das, glaube ich, noch nicht so. Aber es ist auch schon wieder so ein Zoo. Der ist sehr groß geplant, richtig coole Ideen und ich glaube, der würde richtig nice werden. Allerdings wird es von der NFPS nicht hinkommen, dass du das fertig machen kannst alles. Sehr schade. Boah, hier ist aber auch viel Arbeit reingesteckt, das alles zu bepflanzen. Nicht schlecht. So. Ich weiß nicht, ob wir alles gesehen haben. Ich bin mir echt unsicher. Ich würde sagen, wir überfliegen von oben. Schauen uns das Ganze mal an. Oha. Boah, das ist schon, ich glaube, durch diese ganze Terrainbearbeitung und sowas, das Terraforming, gehen die FPS flöten. Also so groß ist es gar nicht, oder? Wobei, du hast halt hier schon mega viel geplant gehabt, so. Echt schade, dass du kannst wahrscheinlich nicht weiterbauen. Ich gehe zumindest davon aus. Vielleicht hast du auch einen Mega-PC. Aber hier sind auch noch teilweise Sachen, da war ich gar nicht. Zum Beispiel hier oben. Hier sind wir gar nicht lang gegangen. Kann man nämlich auch nochmal, ich mach mal diese andere Kamera an, können wir damit nochmal rumfliegen. Kann man nämlich auch nochmal wunderbar die Gorillas und so beobachten. Oh, jetzt bin ich erstmal reingeglitscht. Und nochmal den ganzen Zoo sehen, von hier oben, von dem Weg. Auch ein sehr cooler Weg. So, hier geht's auch nochmal rein. Was ist denn hier hin? Ich muss wieder die andere Kamera anmachen. Jetzt komme ich hier nicht klar. Okay, hier war auch noch irgendwas geplant anscheinend. Ich glaube, ich habe aber so nichts verpasst, ne? Nee. Hier bin ich ja lang gegangen. Hier war ich. Elefanten. Ah, hier waren die Dickhäuter. Ich glaube, ich habe so nichts verpasst. Ja, cool. Das hat aber Spaß gemacht. Ich würde gerne nochmal dein unterirdisches Tunnelsystem sehen. So, wir gehen jetzt einfach mal in irgendeinen Mitarbeitereingang rein und schauen uns das Ganze mal an. Wieso ist denn das so dunkel hier? War das schon immer so? Sonst war es doch tagsüber immer hell unterirdisch. Kommen wir, glaube ich, in dieses... Nee, das ist gar nicht so ein großes Tunnelsystem. Sind halt so ein paar Mitarbeiterräume. Ah, hier geht's noch weiter runter. Guck mal, hier ist schon wieder hell unterirdisch. Keine Ahnung, woran das liegt. Du hast ja alles untergraben. Da kann man ja richtig viel erkunden. Oha. Kann das sein, dass dein ganzer Zoo untergraben ist mit so einem Tunnelsystem? Ich könnte mir auch vorstellen, dass das richtig viel FPS zieht, wenn man alles nochmal mit einer zweiten Etage unten drunter bebaut. Ich weiß nicht, ob das so vorteilhaft ist, alles so mit einem riesigen großen Vernetz oder Netz für die Mitarbeiter auszustatten. Ich meine, das ist praktisch, klar, und auch irgendwo cool. Aber ich glaub, weiß nicht, ob das Spiel das mitmacht. Das ist halt so das Problem. Egal, wir schauen jetzt nochmal von oben bei Nacht, würde ich sagen. Damit wir hier nichts verpassen. Ich glaube, du hast halt wirklich den gesamten Zoo nochmal untergraben mit so Mitarbeiterwegen. Ob du nochmal irgendwelche besonderen Beleuchtungssachen hast. Gehen wir hier mal rein. Nee. Hier scheinst du noch nicht zugekommen zu sein.
Jetzt aber auch auf den ersten Blick gar nichts mega krasses hier von der Beleuchtung. Also hier ist jetzt nichts groß mit Scheinwerfern ausgestattet oder so. Ah, hier die Vivarien-Ecke können wir nochmal gucken. Sieht man auch, wie schön das eigentlich ist. Es war ja leider gerade sehr dunkel, aber so sieht das schon echt schön aus mit der Beleuchtung. Und ich will auf jeden Fall nochmal in diese Haupthalle rein mit Beleuchtung. Uns da nochmal umgucken können. Diese coolen Lampen, die du gebaut hast, will ich nochmal sehen. Ja. Oh. So viel dazu. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oh, diese Kamera. Ah, okay. Lassen wir das, Leute. Es sah auf jeden Fall cool aus. Das war das Af der, oder der African Valley Zoo von Andy. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Einsenden. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Andy fandet. Und falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video Spaß gemacht hat, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dani.